Willkommen zurück zu Star Fox Adventures! Schaut euch mal diese Grafik an, es gewittert, es donnert und es regnet Kübel vom Himmel. Gut, ein Grund mehr uns hier wegzuwappen zum Crossover Palace, denn wir haben einen Crossover Geist ergattert und wollen ihn jetzt natürlich zurückbringen. Are you ready to go to Crossover Palace? Tja, mein Dicker, ist ja nicht das erste Mal, ne? Ist jetzt schon der vierte Crossover Geist von insgesamt 6 und wir haben jetzt 3 der 4 Ahnensteine. Das ist eigentlich schon ja, ein ganz guter Erfolg, den wir da zu verzeichnen haben. Und ich will noch nicht sagen, das Spiel neigt sich dem Ende zu, aber naja, das Spiel neigt sich dem Ende zu. Nein, noch nicht ganz, aber ja, ich bin schon gespannt, Hier passiert so einiges. Ich frag mich was, aber hier bestimmt passiert hier was. Übrigens auffällig, dass im Frontale-Tal nichts passiert ist. Sonst gibt's immer ein neues Ereignis. So. Versuchen wir uns eine Ebene weiter unten. Rein von der Logik her. In der obersten kommen wir zum obersten. Den zweitobersten haben wir schon mit den Sharpclaw gemacht. Und deswegen gehen wir jetzt mal... Ich weiß gar nicht, ist es das unterste oder... zweitwenigste. Auf jeden Fall sind wir richtig. Das sehe ich ja von hier aus. Den Move, den wir jetzt zum zweiten Mal benutzen, nämlich diese Tür hier aufmachen. Also. Zielstrebig zum Ziel. Take number 4, please. Wer A sagt, muss auch B sagen, Fox. Yay! Take another Crossover. Spirit. Tja, für die, die das Projekt nicht von Anfang an verfolgt haben, tja, die 6 Crossover-Geister sind nötig, um Crystal, diese bezaubernde Schönheit, auf die Fox verabfährt, ja, zu ergattern, um sie zu befreien, ihr Leben zu retten und dann auch mit ihrem Bett zu landen. Dazu brauchen wir die 6 Geister und die 4 Ahnensteine sind dazu gut, um den Planeten wieder zusammenzufügen. Deswegen sind wir auch auf Dinosaur Planet gestrandet und wir bestreiten jetzt wieder die Reise in die Digi-Welt. Es regnet noch immer, aber es ist Tag. So, bestimmt wieder A-Knopf-Action. Fox, my boy! 3 Spellstones down and only 1 to go! You seem to be getting the hang of this! Now then, it's time for you and Tricky to go to Dragon Rock, your toughest challenge yet. That's easy for you to say, but where do I find the gatekeeper? He is closer than you realize. He who has no voice has plenty to say. Ich weiß schon, wer gemeint ist. Es gibt einen Frontale, wir sollen ja ganz am Anfang des Abenteuers, wurde uns ja gesagt, rede mit allen Frontale und ja, es gab sehr viele geschwatzige Typen. Nur einer hat halt gesagt, nicht jetzt, ich bin gerade am Futtern. Das war's nicht du? Scales cannot be allowed to get away with this. Ich wollte dich eigentlich nur schlagen. So. Ich wollte nicht mit dir reden. Ja, und es gibt einen, der hat uns halt immer alles verschwiegen. Zu dem gehen wir jetzt. Der dürfte hier in der Nähe sein. Wir haben ihm ja das Leben gerettet. Hi. I should have guessed there was something odd about you. The Warpstone said I should find you. I haven't spoken since something terrible happened. Something that I am ashamed to admit. I too attempted to save our planet, but I failed. Tell me, what happened? I led a group of dinosaurs against General Scales. He learned of our plan before we could act, and launched a full-scale offensive against us. We never stood a chance. He imprisoned 3 of my closest friends on Dragon Rock, and it is also where he has taken the Spellstone. So how did you survive? If Scales let you go, it could only be because... I am the gatekeeper. The gateway to Dragon Rock is now open. Please help my friends. They are on your side.
Ja, sauber die Haare gekämmt. Also wir können jetzt weiter. Und ja, das ist gut. Dann kommen wir zum vierten großen Bereich, dem Drachenfels. Und kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Wir werden ja sehen. Und meine Energiezellen reichen natürlich. Dann machen wir mal den Abflug. Und freuen uns auf eine neue Starwing-Passage. Und vor allen Dingen auf ein neues großes Level. Und zwar dem letzten großen Level. Ich bin gespannt. Fehlt nicht mehr viel. Der letzte Ahnenstein. Und natürlich läuft alles scheinbar auf ein Finale gegen General Scales hinaus. Entfacht die Macht der gesamten dunklen Energie des Planeten und verwandelte Drachenfels in diese Einöde. Er nahm einige Dinosaurier gefangen, um sie zu mächtigen Killermaschinen zu machen. Angeblich soll eine dieser Kreaturen bereits existieren. Dieser letzte Anstein müsste Dinosaur Planet wieder zusammenfügen. So, wir müssen uns jetzt anstrengen im schwierigsten Starwing-Level. 10 goldene Ringe. Das dürften alle sein. So, das war nur ein Silberring. Nur ist gut. Na gut, ich leg's nicht auf die... Zeit an. Au. Wir müssen die goldenen Ringe holen. Das ist alles, was zählt. Wow. Und das war knapp. Okay. Glitch. Glitch wurde wenn. Ich hoffe doch, das sind alle. Weil sonst... Sag doch, Sleepy, immer, du hast einen Ring verpasst. Fehlen nur noch 3. Einen sehe ich. Ist gut. Boah. Aber immer noch 2. Hoffentlich gibt's die noch. Da haben wir noch einen. Noch einen. Fail, 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 fail. Drachenfels again. Sleepy again. A drücken again. Und es hat komisch geruckelt. Ich sollte irgendwann mal wieder abspeichern. Den ganzen Krimskrams jetzt nochmal zu machen, habe ich jetzt keine Lust. Wenn ich an Land bin, speichere ich ab. Gut, ich glaube sogar zu wissen, wo ich einen goldenen Ring verpasst habe. Da, wo ich nämlich nach rechts rüber wollte und nicht mehr rüber kam. What the hell? So. Good job, Fox. Ah, jetzt rechts rüber. Genau den habe ich gemeint. Das war der fehlende. Oder? Werden wir es sehen. Ich konzentriere mich mehr darauf zu sehen, wo die Ringe sich befinden. Wieso man denn da den silbernen einsammeln? Gar nicht. So, nur noch 2. Und es wird klappen. Also diesmal haben wir alle. Hier noch einen und dann ganz am Ende einen. Gut. Konzentration auf den Rest. Es gibt auch andere Moves, die werden wir noch brauchen. Auch wenn es keinen weiteren Starwing-Level mehr gibt. Lasst euch überraschen, die Leute, die es nicht wissen. Ja, besser als vor... Besser als im Jahre 2002. Das ist schön. Oh Gott. Das kommt mir aber sehr unbekannt vor. Oh, na, irgendwie Erinnerung. Irgendwie erinnere ich mich. Das sieht aus wie so ein Gebäude aus Oddworld. Irgendwie erinnere ich mich, aber irgendwie auch nicht. Was willst du denn, Tricky? Was willst du denn? Let's play! Wachroboter. Gebäude aus Oddworld. Wir sind auf Oddworld. Komm, Sleepy, sag mir, was zu tun ist. Hey Fox, it's Sleepy. Seems like you need some help. In ein Gebäude, ja. Also da haben wir ein Gebäude. Was haben wir denn hier? Hier soll Tricky bleiben, oder was? Bleib einfach mal. Hm.
umsehen. Aber Tricky kommt trotzdem mit mir. Das ist schön. Irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor, aber eher aus Earthworld. Du bist ein Gegner, ja? Okay. Du bist niemand, den ich retten muss. Tja, irgendwie... keine Ahnung. Bislang irre ich hier ein bisschen ziellos herum. Das ist schön, wenn man es kann. Ah, das ist vielleicht hier. Das ist ganz interessant. Und genau perfekt. Jetzt hörst du auf. Gut, das nehme ich in Kauf. Ich nehme auch den oberen in Kauf. Ich bin ja nicht so... ich bin ja nicht so zimperlich. So, ich schätze einfach mal, hier bin ich richtig. Mhm. Das ist schon merkwürdig. Was ist das hier? Gott. Wir müssen ein Fass herbringen. Fürchterlich. Und da ist es. Ach du heiliger Bimbam. Wir versuchen's. Einfach mal auf gut Glück. Absetzen. Und müssen dann, Foxo sollte sich beeilen, die Flammen dementsprechend ausmachen. Schon mal super geil. Aber sollen wir dann das zerstören, ja? Was auch sonst, wenn wir runterspringen, lassen wir auch das Benzinfass fallen. Also, was geht hier ab? Und hier was Schönes? Das ist ein Earthwalker. In der Mitte von dem Ding, oder was? Ach komm. Hoffentlich, weil sonst habe ich keinen Plan, wo wir hin sollten. Das sieht aber nicht so aus. Ich bin unfähig. Da hinten ist auch was. Ich verstehe hier gar nichts. Erstmal, ich bin, ja... here I am, once again. Hier ist gar nichts, Mann. Hier ist überhaupt nichts. Here I am, once again. Hm. Wir werden den Earthworker schon finden. Hier ist er nämlich. You have done well to find me, but there are others. Yeah, I know. Your Thorntail friend told me all about it. I am pleased to hear of his safety, but the High Top is not so fortunate. Together, we can free him. Oh, I'm not paid enough for this. Okay, okay, what do we do? The High Top will be an easy target for the patrolling robots. With their shields, they are unstoppable. However, each one has a shield generator hidden somewhere nearby. If we can destroy these, the robots will be defenseless. So what do you expect me to use? This? Of course not. This. Now get on my back. Let's do some damage. Let's do some damage. Und das werden wir tun im nächsten Part. Also Leute, bis dann und ciao.